Moin, ihr Lieben, ich möchte mit einem neuen Format beginnen. Und zwar möchte ich euch peu à peu meine Lieblingsautoren vorstellen, beziehungsweise die Autoren, die ich bisher am meisten gelesen habe. Also ich bin durch mein Bücherregal gegangen und habe mal geguckt, was sind eigentlich die meistgelesenen Autoren in meinem Bücherregal und habe natürlich auch überlegt, was sind Bücher, die ich nicht mehr hier im Regal habe, die ich trotzdem von dem Autor oder von der Autorin gelesen habe und habe mal eine Liste gemacht und habe aber auch überlegt, wie man überhaupt Lieblingsautor oder Lieblingsautoren definiert. Sind das wirklich die, die man am meisten gelesen hat? Oder kann ein Lieblingsautor auch schon sein, wenn man irgendwie zwei oder drei Bücher gelesen hat? Für mich habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass man noch lange nicht von einem Lieblingsautor sprechen kann, wenn man das Buch als ein Lieblingsbuch oder ein großes Highlight betitelt. Das bedeutet für mich einfach noch lange nicht, dass der Autor oder die Autorin einfach für mich auf den Olymp gehören. Sondern da muss ich schon entweder die Sprache, den Schreibstil oder die Ideen dahinter wirklich so sehr dem Autor oder der Autorin zusprechen, dass ich da noch mehr lesen möchte von der oder von dem Autor. Und das habe ich nicht immer bei Büchern, wo ich jetzt sagen würde, oh, das war so ein tolles Buch, da muss ich auf jeden Fall noch mehr von der oder von dem lesen. Und wenn es aber der Fall ist und wenn man dann zwei, drei Bücher tatsächlich dann noch von dem Autor gelesen hat und dann diese auch gefallen haben, dann finde ich, kann man auf jeden Fall sagen, dass das ein Lieblingsautor oder Autorin ist. Ich fange heute an, das habt ihr ja schon in der titelgebenden Schrift gesehen zum Video, dass es um Cornelia Funke geht. Und bei meiner Auflistung war Cornelia Funke bei den weiblichen Autorinnen auf jeden Fall ganz oben dabei. Das war auch keine große Überraschung, aber als ich so durchgezählt habe, war ich dann doch überrascht, wo überall in meinem Bücherregal Cornelia Funke sich versteckt hat, weil ich habe es ja nicht nach Autoren sortiert, sondern eher nach Genre und nach Themen und so ein bisschen nach Kinderbüchern und Erwachsenenromane, nach Horror und Grusel, nach Fantasy. Und so ein bisschen auch nach Optik und Größe. Und deswegen habe ich überall ein bisschen was gefunden. Und es gab dann auch noch Bücher, die ich nicht mehr hier habe. Und da sind jetzt einige zusammengekommen. Ich habe 12 Bücher gezählt, die ich von Cornelia Funke gelesen habe. Und damit führt sie sozusagen eben auch diese Reihe an. Ein männlicher Autor hat es, glaube ich, noch geknackt. Das werdet ihr dann in den nächsten Formaten sehen. Ja, und was ich auch auf jeden Fall machen möchte, das mache ich ja immer extrem gerne, auch immer bei meinen Jahreshighlights am Ende des Jahres. Ich ranke unglaublich gerne. Auch wenn es mir immer sehr, sehr schwer fällt, das zu tun, mache ich das einfach gerne, weil ich finde, das peppt das Video auch noch mal ein bisschen auf und macht es spannender. Wir werden jetzt von den unteren Plätzen bis hin zum ersten Platz uns irgendwie voranarbeiten. Und ja, das letzte Buch wird also mein allerliebstes Lieblingsbuch von Cornelia Funke sein. Ich muss aber dazu sagen, dass ich bisher alle Cornelia Funke-Bücher toll finde. Es gibt ja auch von anderen Autoren oder Autoren auch mal so Bücher, wo man sagt, okay, das war jetzt nicht so dolle. Aber bei Cornelia Funke habe ich bisher wirklich alle Bücher sehr gemocht. Und jetzt nicht unbedingt, dass ich sagen würde, alle Bücher gehören zu meinen Lieblingsbüchern, aber viele davon. Und einige verbinde ich auf jeden Fall auch mit meiner Kindheit. Ich möchte jetzt mit einem Buch beginnen, was ich nicht hier habe. Und zwar ist das die Geisterjäger-Reihe von Cornelia Funke. Die habe ich irgendwann mal während meiner Ausbildung gelesen, wo nicht so viel los war, habe ich da reingeblättert. Das ist wirklich ein Kinderbuch für Leseanfänger, könnte man sagen, für Leseeinsteiger ab 7, 8 Jahren empfohlen. Ist so eine kleine Grusel-Geistergeschichte, die aber sehr humorvoll ist. Und es geht eben um einen Jungen und eine ältere Dame, die halt Geister fangen, aber eben auch sich mit einem Geist anfreunden. Also die Geister sind dort nicht nur gruselig, sondern können auch lieb und nett sein und selbst Angst haben. Und da fand ich besonders lustig, auf welche Art und Weise sie Geister fangen. Also mit Teebeuteln oder hast du nicht gesehen. Also sehr, sehr lustig.
und auch illustriert. Da habe ich allerdings nur den ersten Band gelesen. Mal gucken, ob ich mir das irgendwann auch noch mal zulege. Da könnte ich mir auch sehr gut ein Hörbuch zu vorstellen. Also das kommt eben auf meinen letzten Platz, erstmal weil ich es nicht da habe und irgendwie verbindet man oder kriege ich eine größere Verbindung zu einem Buch, wenn es auch wirklich da ist und ich es in der Hand gehalten habe. Und ja, das war hier eben auch einfach eine sehr lustige Geschichte, die ich auch als Erwachsene gelesen habe und somit vielleicht auch nicht so nostalgisch verbunden bin damit. Die nächste Geschichte, die dann auf den nächsten Platz kommt, sozusagen auf den 11. Platz, ist dann Geisterritter von Cornelia Funke. Das habe ich jetzt hier. Auch das habe ich nicht in meiner Kindheit entdeckt, obwohl das, glaube ich, so ab 10 bis 12 Jahren empfohlen ist. Es ist eher eine düstere Geschichte. Also Geisterjäger war wirklich sehr, sehr humorvoll und leicht und lustig. Hier ist es doch sehr düster, melancholisch. Geht um einen Jungen, der auf ein Internat geschickt wird und er sich sehr, sehr einsam fühlt und er erstmal Freunde finden muss. Aber das wird dann auf einmal zu einem zweitrangigen Problem, als er auf einmal von 3 Geisterrittern verfolgt wird und er zum Glück jemanden in dem Ort Salisbury findet, der sich mit Geistern sehr, sehr gut auskennt und diese beiden versuchen dann die Geschichte um die Geisterritter ja, dann irgendwie herauszubekommen. Und das Buch ist farbig illustriert und das macht es für mich auch einfach sehr, sehr besonders, weil ich finde die sehr atmosphärisch, zwar auch sehr dunkel und düster, aber auch wirklich richtig, richtig klasse gemacht und auch viele dafür, dass es eben ja, bunte Illustrationen sind. Das macht es auch ein bisschen wertiger und schwerer. Es hat was, ja, wie gesagt, so ein bisschen Skurriles auch von den Zeichnungen. Cornelia Funkes Bücher sind ja oft illustriert, weil sie ja auch selbst Illustratorin ist und ich mag ihre Zeichnungen auch sehr, ob sie nun farbig sind oder ob sie nun einfach nur schwarz-weiß sind. Das ist, kommt immer so ein bisschen auf das Buch drauf an. Hier passt es aber wirklich sehr, sehr gut. Ich kann das Buch für alle empfehlen, die sich so ein bisschen gruseln wollen, aber trotzdem nicht zu sehr ins Blutige oder ins Gewalttätige abdriften wollen. Dann kann man sehr gut zu diesen, ja, Kinder- bzw. Jugendbuch-Gruselroman von Cornelia Funke greifen. Und ich finde, sie hat hier auch wieder eine sehr schöne Protagonistenrolle erschaffen, in die man sich gut hineinversetzen kann. Ja, nach und nach werdet ihr dann hier auch erkennen, was ich an Cornelia Funke so sehr liebe. Und das kann ich ja jetzt auch schon mal vorweg schicken. Es ist auf jeden Fall die Sprache, die mich bei ihr immer wieder verzaubert. Also sie malt einfach mit Bildern und ich finde, das passt so gut, weil sie ja eben auch Illustratorin ist. Also es ist sehr, sehr bildhaft und oft sehr, sehr märchenhaft, was auch sich oft in den, ja, auch in den Geschichten widerspiegelt, dass es irgendwie was Märchenhaftes, Fantasievolles hat. Und ja, ich verliebe mich immer wieder in ihre Sprache. Es ist für mich dann auch kein Wunder, dass ich, nachdem ich viele Kinderbücher von ihr gelesen habe, ihr auch jetzt im Erwachsenenalter einfach treu geblieben bin und nicht nur aus nostalgischen Gründen. Und mich dann einfach freue, immer mehr von ihr zu lesen und ich sie einfach irgendwie sympathisch finde. Und sie ist ja auch einer der erfolgreichsten deutschen Autoren, auch außerhalb von Deutschland. Und ja, ich finde auch durchaus zu Recht. Und ich durfte sie auch, naja, persönlich kennenlernen, ist zu viel gesagt, bei einer Lesung einfach live kennenlernen. Und das war einfach auch ganz, ganz toll. So, ein weiteres Buch, was sehr, sehr bekannt ist, auch von ihr und auch schon älter, ist für mich jetzt aber kein, nicht auf den höheren Rängen, weil auch das Buch habe ich erst später für mich entdeckt. Ich glaube, wenn ich das damals gelesen hätte, dann wäre es für mich noch ein bisschen mehr Herzensbuch gewesen. Trotzdem ist das ganz, ganz toll und hier war es für mich auch wirklich, wirklich schwer, ein Ranking zu finden, weil jetzt wird es auch immer, immer schwerer. Ja gut, die ersten beiden Plätze, die standen für mich eigentlich schon ziemlich fest, aber so das Mittelfeld ist eigentlich ziemlich auf gleicher Ebene. Und zwar spreche ich von Drachenreiter von Cornelia Funke. Das ist noch die alte Ausgabe hier. Es gibt mittlerweile ja eine Neuauflage und mittlerweile hat sie ja auch einen Teil 2 und Teil 3 geschrieben dazu. Ja, muss man
selbst sich eine Meinung bilden, ob das notwendig ist oder nicht. Ich kann mir da noch keine Meinung drüber bilden, weil ich Band 2 und 3 nicht gelesen habe und nicht sagen kann, ob es sich wirklich gelohnt hat, da nochmal einzusteigen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, nach Jahren wieder in diese Geschichte zurückzukehren und eine Fortsetzung zu schreiben. Es ist ja so ein bisschen in Mode gekommen und ich muss sagen, dass ich meistens nicht so der Fan davon bin, auch wenn ich gerade, wenn es Lieblingsbücher von mir sind, trotzdem dazu greife und dann doch zu neugierig bin. Aber hier könnte ich mir schon vorstellen, weil es eben nicht so sehr ein Herzensbuch ist, dass ich da vielleicht auch ein bisschen unvoreingenommener bin oder nicht so große Erwartungen habe und dass ich dann doch Freude damit haben könnte. Dieses Buch ist dann eher so ab 10, 12 wieder empfohlen und es ist ein sehr verträumtes, märchenhaftes Buch, wo es eben um einen Drachen und seinen Gefährten, die eine neue Heimat suchen wollen für das Drachenvolk. Und es gibt natürlich auch Gegner und böse Antagonisten, die sie verfolgen oder die das verhindern wollen. Ja, das Ganze ist aber wirklich, wie das schon irgendwie so aussieht, wie eine sehr, sehr schöne Gute-Nacht-Geschichte, die aber doch schon einen größeren Umfang hat. Ja. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, nochmal zu lesen und dann Band 2 und 3 dann hinten ranzuhängen. Ich glaube, Band 3 ist, weiß ich gar nicht, ob das jetzt angekündigt ist oder gerade ganz frisch rausgekommen ist. Jedenfalls, ja, ganz, ganz neu sozusagen. Und ich bin gespannt, ob es dann auch der abschließende Band ist oder ob da dann noch was kommt. Man wird sehen. Ja, das nächste Buch habe ich jetzt wieder nicht hier. Das ist ein Buch, was ich als Hörbuch entdeckt habe. Ich glaube vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren zu Weihnachten. Und zwar ist es eigentlich schon ein Weihnachtsklassiker von Cornelia Funke. Und zwar ist das Hinter verzauberten Fenstern. Und ich bin ja eh ein großer Weihnachtsfan. Und ich fand einfach die Idee so zauberhaft und es war wieder wirklich, wirklich toll. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich in der Rolle der Protagonistin bin, weil ich das auch gerne erleben wollen würde. Und zwar geht es um einen Adventskalender und um ein Geschwisterpärchen. Und das Mädchen bekommt halt diesmal keinen Schokoladen-Adventskalender, ihr Bruder aber schon. Und sie bekommt nur einen blöden Papier-Adventskalender und ist total enttäuscht und sauer, bis sie sich den Kalender genauer anschaut und doch sieht, dass der so schön funkelt und die Bilder hinter dem großen Bild sich eben bewegen und scheinbar Leben in dem Kalender drin ist. Und irgendwann merkt sie, dass sie auch in diesen Kalender hineinreisen kann und dass dort Abenteuer auf sie warten und die Bewohner, die sie kennenlernen möchten und es natürlich auch dort eine Gefahr gibt. Aber ja, das Ganze ist wirklich, wirklich zauberhaft, wie der Titel auch irgendwie schon sagt. Und das Buch ist auf jeden Fall ein Kandidat. Wird hier auch noch mal als richtiges Buch einziehen. Auch da gibt es eine Variante mit farbigen Illustrationen. Die werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Ich weiß nicht, ob es da noch eine gebundene Ausgabe gibt oder nur als Taschenbuch. Müsste ich mal schauen. Ich bin ja eigentlich eher der Fan von gebundenen Büchern. Aber das Buch ist eben auch schon ein bisschen älter und da müsste ich mal gucken, ob ich da eine schöne Ausgabe finde, die dann mein Bücherregal schmücken darf und sich dann zu meinen Weihnachtsbüchern gesellen darf. Ja, das ist eben auf den nächsten Platz gewandert. Und etwas höher im Ranking ist das nächste Kinderbuch. Das ist aber da gelandet, eben weil ich es einfach die Geschichte sehr, sehr schön finde, aber gleichzeitig es eben auch in meiner Kindheit gelesen wurde. Und deswegen ist das diese Kombination aus Nostalgie und eben ja, Geschichte einfach schön finden. Und zwar ist das Lilli Flosse und der Seeteufel von, ja, muss ich ja nicht immer dazu sagen, ne, von Cornelia Funke. Und das ist wirklich auch so ein Erstlesebuch, was man so mit ganz großer Schrift. Hier könnt ihr es sehen, aber auch wirklich ganz, ganz tollen farbigen Illustrationen. Hier als junger Stöpsel lesen kann, so mit 6, 7 Jahren, je nachdem, wie hoch das Leseniveau dann auch ist. Und ja, hier geht es eben um zwei Nixlinge,
die sehr, sehr neugierig sind und dann von Menschen gefangen werden, und zwar von einem Ehepaar. Ich glaube, die heißen Herr und Frau Schnorchel. Und ja, die haben eben so ein Unterwasser-U-Boot und sammeln halt exotische Unterwassertiere. Und dazu gehören natürlich jetzt auch Nixlinge, die sie unbedingt fangen wollen und mit denen sie angeben wollen. Und tatsächlich fangen sie einen der Nixlinge. Ich weiß gar nicht, ob einen oder beide. Und sie müssen jetzt wieder entkommen. Das Besondere an diesem Buch sind eben die bunten Illustrationen und dieses tolle Unterwasser-Setting einfach. Und es sind halt auch teilweise Suchbilder. Also wir haben hier immer wieder sehr, sehr detaillierte Zeichnungen, und auf jeder großen Illustration ist irgendwo eine Schatzkiste versteckt. Also es ist zusätzlich noch ein Such Bild oder ja, sind Suchbilder dabei. Das ist natürlich auch immer wieder ein bisschen motiviert, weiterzulesen. Das ist natürlich auch immer gut, wenn es doch ein bisschen anstrengend wird. Und ja, ich finde es einfach sehr, sehr schön, bunt und exotisch, und unter Wasser finde ich halt einfach auch ein ganz, ganz tolles Setting. Und es erinnert mich eben auch so ein bisschen, ja, an meine Kindheit, weil es mir zum Teil vorgelesen wurde, zum Teil ich eben auch. Ja, das eben eines der Bücher ist, die ich als erstes gelesen habe. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es das eine Buch ist, was ich ja, was ich als erstes gelesen habe. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber es ist eines der Bücher. So, und jetzt kommen wir eben auch schon zu den Top 3. Ich habe jetzt eben gesagt, es gibt eine Rangliste von 12 Büchern. Das stimmt gar nicht ganz, weil ich die Reihen jetzt auch mitgezählt habe. Und die Reihe selbst habe ich jetzt aber nicht nochmal aufgeteilt. Und deswegen befinden wir uns jetzt schon bei der Top 3, obwohl ich euch noch gar nicht so viele Bücher gezeigt habe. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das, beziehungsweise könnt verstehen, wie ich das Ganze meine. Weil das hätte ich jetzt blöd gefunden, die Bände einer Reihe auch nochmal auseinanderzuziehen und die dann auch nochmal untereinander zu ranken. Also, auf Platz 3 von meinen gelesenen Cornelia Funke Büchern ist Reckless gelandet. Da habe ich bisher 1 bis 3 gelesen. Ich weiß, es gibt bereits einen vierten Teil, den habe ich aber noch nicht gelesen, weil ich einfach weiß, dass da noch ein Band kommt, und es hat wirklich sehr lange gedauert, mehrere Jahre bis ja, zwischen Band 3 und 4, bis der vierte Band erschienen ist. Und deswegen, weil ich nicht weiß, wie lange es jetzt bis zum fünften und letzten Band voraussichtlich dauern wird, habe ich mir jetzt gesagt, nein, ich werde jetzt warten, bis die Reihe beendet ist und dann von vorne anfangen, weil das ist auch so eine Reihe, die ich sehr mochte, aber weil es eben schon so lange her ist, dass ich es gelesen habe, würde ich gerne wieder von vorne anfangen, um das Ganze aufzufrischen und um einfach mehr in der Geschichte drin zu sein. Wenn ich jetzt den vierten Band einfach so gelesen hätte, dann wüsste ich ihn gar nicht zu schätzen, und es würde mich immer ärgern, wenn irgendwelche Andeutungen kommen und ich gar nicht weiß, worauf irgendwie angedeutet wird. Und wie ihr wisst, lese ich auch einfach gerne Lieblingsbücher nochmal. Also es besteht aus Steinernes Fleisch, Band 1, Band 2, Lebendige Schatten. Und Band 3, das goldene Garn. Ja, hier ist leider so ein total bescheuerter Sticker drauf. Das war halt mal ein Leseexemplar, und da machen sie halt gerne mal Sticker drauf, weil man das ja auch nicht verkaufen soll, und das soll dann sich ja auch so ein bisschen absetzen. Aber das sind dann immer so bombenfeste Sticker, die man nicht einfach so abziehen kann. Also da muss ich mit einem Föhn tatsächlich mal ran. Ihr seht, ich habe es hier versucht an den Ecken, aber das sehe halt noch hässlicher aus, wenn ich es jetzt so halb abgerissen hätte. Ja, aber da muss ich irgendwann noch mal ran. Hier ist das eine sehr, sehr düstere Märchenadaption. Und jetzt befinden wir uns auch wirklich dann schon in der Jugendbuchabteilung oder eben auch All Age, also für egal welches Alter, auch für Erwachsene, sehr, sehr gut lesbar. Und ja, hinter den Spiegeln befindet sich eben eine Welt, in der Märchen wahr werden. Und diese Märchen sind aber sehr, sehr düster. Und hier haben wir es mit Jakob Reckless zu tun, der irgendwann seinem Vater folgt und merkt, dass er hinter den Spiegeln verschwindet. Und ich weiß nicht mehr, ob der Vater verschwindet oder gestorben ist. Jedenfalls
müssen sie diese beiden Geschwister, Jakob und wer heißt denn noch, Will? Ja, genau, Will, müssen dann irgendwann alleine klarkommen. Und Jakob findet in dieser Welt hinter den Spiegeln eine neue Heimat. Also ist eigentlich mehr hinter den Spiegeln als in der realen Welt, in unseren Welt. Und er macht sich dort einen Namen als Schatzjäger. Also besondere Artefakte, die dort ja, als Schätze gelten, die versucht er zu jagen und bekommt dann halt Geld dafür. Und einige Jahre später folgt ihnen aber auch Will, der nichts weiß von dieser Welt hinter den Spiegeln und nicht weiß, wohin Jakob immer wieder verschwindet und warum er ihn immer so alleine lässt, verfolgt ihn irgendwann und gelangt auch in diese Welt. Er ist allerdings ja völlig unbedarft da reingegangen und er weiß halt auch nichts von den Gefahren. Es gibt eben dort ja so Steinmenschen und er wird dort angesteckt und seine Haut wird zu Stein. Sein Fleisch wird zu Stein und aber auch sein Wesen ändert sich dadurch. Und ich glaube, die hießen die Goyles, die sind halt eben auch eine Bedrohung für diese Welt. Ja, nun jetzt muss Jakob natürlich eben versuchen, seinem Bruder zu helfen. Und er hat aber auch noch Unterstützung durch Fuchs. Ich glaube, das ist eine Gestaltwandlerin, die sich in einen Fuchs verwandeln kann. Jedenfalls, ja, geht dort das Abenteuer los. Band 1 hat mir gut gefallen. Ich fand nur ein bisschen den Einstieg in diese Welt ein bisschen schade. Ich hätte lieber die Welt mit Jakob entdeckt und hätte da gerne ein bisschen mehr Zeit verbracht, um überhaupt die Welt kennenzulernen. So haben wir eher den Weg mit Will mitgekriegt, wo Jakob eigentlich ja sich schon total sicher in der Welt bewegt. Ich habe hier halt das so ein bisschen das Gefühl gehabt, hier wurde ein bisschen was übersprungen. Ich hätte lieber ein bisschen mehr Zeit gehabt, die Welt kennenzulernen, bevor das Abenteuer losgeht. Aber andere finden das vielleicht gerade gut, dass hier nicht lange gefackelt wird. Ich habe das aber dann irgendwann überwunden und vielleicht auch deswegen, ich weiß es nicht, fand ich den zweiten Band bisher mit am besten. Und hier werden wieder neue Märchen, andere Märchen mit eingebunden und ja auch Märchen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Und es ist wieder wirklich wunderbar düster und atmosphärisch und zauberhaft gewesen. Band 3 verwurstet dann russische Märchen, was ich auch interessant fand. Was ich hier allerdings nicht wusste, als ich Band 3 gelesen habe, dass es nicht eben eine Trilogie ist, sondern dass es noch weitergeht. In diesem Moment wusste ich das noch nicht und war total verwirrt, warum es jetzt nicht langsam mal auf ein Finale zugeht, bis ich dann irgendwann erfahren habe, ja, es wird wahrscheinlich 5 Bände geben. Und ja, da war ich ein bisschen verwirrt und auch ein bisschen enttäuscht. Insgesamt fand ich hier den roten Faden auch nicht ganz so gut, aber ja, fand es halt eigentlich eine gute Idee, hier auch verschiedene Märchen aus verschiedenen Ländern irgendwie mit einzubringen, verschiedene Kulturen. Ich bin gespannt, wie es denn in Band 4 und 5 weitergeht. Aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal warten, bis die Reihe beendet ist und werde dann von vorne beginnen. Auch hier haben wir wieder Illustrationen am Anfang der Kapitel. Huch, da rutscht mir ein Lesezeichen raus. Ja, und auch die sind wieder von Cornelia Funke selbst gemalt und finde ich wirklich, wirklich schön. Immer passend zum Kapitel. So, auf dem zweiten Platz ist ein Einzelband und auch eines ihrer aktuellsten Bücher, also ihrer neuesten Bücher, was sie als letztes herausgebracht hat. Und dieses Buch hat mich wirklich verzaubert, gegruselt, gerührt. Und da es nicht ihre eigene Idee ist und etwas anderes mich noch mehr begeistern konnte, ist es jetzt eben auf Platz 2 gelandet, aber es gehört wirklich, kann ich sagen, zu eins meiner Lieblingsbücher, und zwar Das Labyrinth des Faun. Es ist eben nicht ihre eigene Idee, weil es auf den Film von Guillermo del Toro beruht, tatsächlich eines ihrer Lieblingsfilme, und dieser Guillermo del Toro, der das Drehbuch dazu geschrieben hat, der hat Cornelia Funke gebeten, dazu ein Buch zu schreiben, einen Roman zu schreiben. Und sie hat das getan und hat ihn Auszüge dazu geschickt. Und er war erst so ein bisschen überrascht, dass sie so nah am Film geblieben ist. Und er meinte, schmück es aus, schreib deine eigenen Ideen mit hinein. Aber sie wollte das nicht, weil sie einfach den Film so perfekt fand. Und dann haben sich
darauf geeinigt, dass sie einfach nur so ein bisschen so Kurzgeschichten aus der Vergangenheit, aus diesem Buch einfach sich rausgreift. Gegenstände oder Figuren, die am Rande mitspielen, einfach eine Geschichte gegeben hat. Und so wechselt es sich immer ab zwischen der eigentlichen Geschichte, die auch der Film darstellt, und ebenso kurze Einschübe zu bestimmten Gegenständen, die sie halt irgendwie halt selbst erschafft. Und so haben sie einen guten Kompromiss, glaube ich, gefunden. Den Film selbst finde ich auch ganz toll. Es ist keine Kindergeschichte. Das muss man hier ganz, ganz deutlich sagen. Bei all den anderen Büchern kann man sagen, dass es entweder Kinderbücher sind oder Jugendbücher, die aber auch sehr gut für Erwachsene geeignet sind. Bei dieser Geschichte sage ich eindeutig, ist es nichts für Kinder, sondern wirklich für Erwachsene oder Jugendliche, die ein bisschen was abkönnen. Frühestens vielleicht ab 14, aber der Film ist auf jeden Fall erst ab 16 Jahren empfohlen. Also ich finde, einmal durch das Düstere, Brutale, aber eben auch durch das Emotionale, was da entsteht. Wir begleiten hier Ophelia mit ihrer schwangeren Mutter. Sie hat keinen Vater mehr und ihre Mutter will neu heiraten. Und dieser Mann ist aber sehr, sehr grausam. Und Ophelia spürt das, dass er eben ein sehr, sehr grausamer Mensch ist. Es spielt auch zu Zeiten des Spanischen Bürgerkriegs, also allgemein auch im Krieg. Und der Stiefvater bzw. der angehende Stiefvater von Ophelia ist eben dort stationiert, wo sie jetzt hinfahren. Es ist also kein schöner Ort für ein Kind. Und dort werden eben die Rebellen gejagt und wirklich, wirklich auf grausamste Art und Weise verfolgt. Und Ophelia stellt fest, dass sie auf einmal dort Dinge sieht und Dinge erfährt, die sehr, sehr düster, aber eben auch übernatürlich sind. Und sie weiß nicht so richtig, ist das jetzt Wahrheit oder nicht. Ihr wird gesagt, dass sie eigentlich eine Prinzessin der Unterwelt ist. Und um wieder dort zurückzukommen, beziehungsweise um festzustellen, ob sie wirklich diejenige ist, die verloren geglaubt war, muss sie halt besondere Aufgaben überstehen. Und diese sind wirklich sehr gruselig und sehr, sehr düster. Und gleichzeitig bildet das aber auch so ein bisschen die Realität ab. Also man kann das Buch auf verschiedene Art und Weise deuten. Man kann das sehr, sehr symbolisch nehmen für die Gräueltaten, die sie halt selbst erlebt und durch diese Fantasiegeschichten verarbeitet, oder aber man kann das einfach als bare Münze nehmen und einfach als fantastische Abenteuer, die sie tatsächlich erlebt. Es ist sehr, sehr traurig zwischendrin auch und der Film hat einen grandiosen Soundtrack. Also ich kann hier wirklich beides empfehlen. Und dadurch, dass die Geschichte wirklich auch sehr nah am Film ist, kann ich jetzt auch nicht sagen, was besser ist. Es gibt halt immer Vor- und Nachteile von Film und Buch. Bei Büchern kann man einfach viel mehr in die Köpfe, in die Gefühle der Figuren eintauchen. Und das hat Cornelia Funke hier wieder ganz, ganz toll gemacht. Und hier ist die Sprache natürlich auch wieder sehr blumig und bildhaft. Und die düstere Atmosphäre hat sie hier wirklich ganz, ganz toll rübergebracht. Im Film gibt es allerdings das Optische, was dort geschaffen wurde, was einen verzaubert und gleichzeitig gruselt. Und wir haben eben den Soundtrack, die Schauspieler, die dort wirklich Großartiges leisten. Deswegen kann ich gar nicht sagen, was hier besser ist. Und im Buch haben wir eben auch noch diese zusätzlichen Kurzgeschichten, die das Buch noch tiefer werden lässt, weil wir hier eben, wir haben zusätzliche Geschichten, die das Buch erweitern, aus der Vergangenheit, aus der Unterwelt oder eben Geschichten zu bestimmten Gegenständen, die hier vorkommen und die den Gegenständen noch eine besondere Geschichte gibt. Und das Ganze macht es irgendwie zu so einem Gesamtwerk und ich finde auch einfach Geschichte, Buch und Film gehören jetzt irgendwie zusammen für mich. Man kann vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, dass sie so nah dran gewesen ist. Man kann sich aber auch darüber freuen, dass sie so nah dran geblieben ist an der Geschichte. Man könnte natürlich auch sagen, wozu hat es denn das Buch noch gebraucht, wenn sie eh nur die Geschichte widerspiegelt?
Ja, aber wie gesagt, hat es halt beides seine Stärken und deswegen finde ich halt auch beides irgendwie eine Daseinsberechtigung und es ist auch wieder optisch unglaublich schön. Und hier kann ich auch das Hörbuch sehr, sehr ans Herz legen, weil das eben auch mit Musik und Geräuschen untermalt wird und sich fast schon wie so ein Hörspiel anhört. Es geht einem aber nichts verloren, weil hier nichts gekürzt wurde und deswegen kann ich nur sagen, ganz, ganz toll. Zu diesem Buch war ich auch bei einer Lesung, hatte ich ja euch eben schon gesagt, dass ich sie denn live gesehen habe. Und ach ja, es war wirklich ganz toll. Die haben dann natürlich auch draus vorgelesen und auch dort wurde Musik untermalt. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die mir das Buch natürlich noch näher gebracht haben. Und wir haben es auch noch in unseren All You Can Read Buchclub gelesen, was natürlich dadurch, dass wir da auch viel drüber gesprochen haben und wir es alle, glaube ich, auch wirklich toll fanden, mir natürlich noch mehr bedeutet dadurch. Also ein sehr, sehr verdienter zweiter Platz. Und auf den ersten Platz, ich glaube, das ist gar nicht so verwunderlich. Ich glaube, viele würden diese Reihe auf den ersten Platz packen. Ich glaube, dadurch ist sie auch mit am berühmtesten und auch international am bekanntesten geworden. Ich weiß gar nicht, in wie viele Sprachen diese Reihe schon übersetzt wurde. Es gibt eine Verfilmung, die allerdings nicht so gelungen ist, leider. Ich bin gespannt, ob es irgendwann nochmal versucht wird in einer Serie oder in einer neuen Filmreihe. Ich brauche das ja immer nicht. Ich finde, die Bücher können für sich selbst stehen. Es muss nicht immer verbildlicht werden. Mir reichen dann meine eigenen Bilder im Kopf und finde es dann manchmal schade, wenn die durch Filme irgendwie zerstört werden. Aber es kann natürlich auch manchmal gelingen und ich bin auch da immer viel zu neugierig, um es dann nicht zu schauen, die Verfilmung. Also dann möchte ich es denn doch irgendwie wissen und es kann ja durchaus auch gelingen. So, wovon rede ich? Ich rede von der Tintentrilogie, bestehend aus Tintenherz. Ich habe zu wenig Arme. Tintenblut und aus dem dritten Band Tintentod. Ja, und hier geht es eben um Maggie und ihren Vater Mo. Und ja, Mo ist Buchrestaurator und sie reisen immer von Ort zu Ort, um halt zu bestimmten Kunden zu fahren und dass er halt dort die Bücher wieder zusammenkittet. Und eines Nachts bekommen sie Besuch von seltsamen Gestalten und Maggie erfährt, dass Mo ein großes Geheimnis vor ihr hatte, beziehungsweise ihr immer noch nicht so richtig sagen will, was da eigentlich passiert ist. Und er flieht zu einer Verwandten, die Maggie vorher noch nie gesehen hat, und zwar ist das ihre Großtante Eleanor. Und die hat halt eine große Bibliothek und dort ist wohl ein Buch versteckt, was Mo dort gelagert hat. Und das ist wohl ein sehr, sehr besonderes Buch. Und Mo hat eine Fähigkeit, ja, die ja Figuren lebendig werden lassen aus Büchern und ja, ihre Mutter hat damit auch irgendwas zu tun, die halt schon seit Jahren verschwunden ist und Maggie weiß nicht genau, was dahinter steckt und ja, ob dann herausgefunden werden kann, was genau das Geheimnis ist, das müsst ihr hier lesen. Ich finde, die Reihe hat sich immer mehr gesteigert. Band 1 finde ich schon ganz toll, aber eben Band 2 und 3 haben wir halt noch mal ein ganz anderes Setting, noch eine magischere Welt, die wir dann kennenlernen, die mich einfach verzaubert hat und es wird halt dann wieder auch düster. Was ich hier aber wirklich schön finde, ist, dass hier eine Welt erschaffen wurde und das finde ich eh bei Fantasy-Geschichten immer toll. Eine Welt geschaffen, in der man sich selbst hinträumen würde. Also es gibt ja so Welten in Fantasy-Geschichten, wo man nicht leben möchte, auch wenn die Bücher Lieblingsbücher sein können oder die Bücher auch wirklich unglaublich spannend sein können, man möchte da nicht sein. Ob das nun Westeros ist oder Panem, da möchte man nicht unbedingt leben. Aber es gibt eben auch, wie bei Herr der Ringe, Mittelerde oder bei Harry Potter, Hogwarts oder eben die Tintenwelt, das sind dann Welten, wo man einfach auch Schönes entdeckt und wirklich Tolles und tolle Figuren und ja, tolle Settings oder auch Fabelwesen, die man bewundern kann. Und gleichzeitig gibt es dort natürlich auch eine Bedrohung und viele Antagonisten. Und ja,
Diese Welt habe ich letztens erst wieder neu für mich entdeckt, und zwar als Hörbuch. Ich wollte diese Reihe unbedingt nochmal erleben, weil ich vieles vergessen hatte, und das habe ich letztes Jahr getan und ich habe es nicht bereut. Manchmal hat man ja so ein bisschen Angst, dass man Lieblingsbücher aus der Kindheit oder aus der Jugend irgendwie nicht mehr mögen würde, wenn man sie nochmal liest oder hört. Das war hier überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, ich habe mich einfach nochmal in diese Welt, in die Figuren verliebt. Ich liebe einfach diese schrullige Tante Eleanor und ich liebe den Schreibstil von Cornelia Funke, der hier einfach total gut reinpasst. Die, ja, auch Figuren, die nicht schwarz-weiß gezeichnet sind, das hat man hier wieder sehr gut gemerkt. Und hier gibt es so viele Figuren, die man so gut kennenlernt, und das hat Cornelia Funke einfach drauf. Ja, wie ihr vielleicht wisst, auch hierzu, zu der Tintenwelt, wird es einen weiteren, einen vierten Band geben und ich glaube sogar eine, sozusagen eine neue Reihe. Da bin ich aber jetzt nicht ganz sicher, ob es tatsächlich noch weitere Bände geben wird. Es sollte erst dieses Jahr erscheinen, aber jetzt ist es, glaube ich, für Oktober 2022 angekündigt. Sie hatte, glaube ich, schon die ersten Kapitel so als Hörbuch rausgebracht, so als Appetizer, habe ich mir noch nicht angehört. Und auch da weiß ich wieder nicht, was ich davon halten soll. Einerseits freue ich mich natürlich, dass die Welt weitergeht und es sind dann mehrere Jahre vergangen, wo wir Maggie dann wieder treffen. Und mal schauen, wie es ihr dann nach diesen Abenteuern geht. Und natürlich ist dann sozusagen vielleicht auch die Reihe mit den damaligen Lesern mitgewachsen. Und dann kann es vielleicht wieder passen. Ich glaube, der Band heißt Die Farbe der Rache oder Die Farben der Rache. Also ich werde es auf jeden Fall lesen. Ich bin aber ein bisschen skeptisch, weil ich finde halt, die Reihe ist so gut abgeschlossen. Mir fehlt da nichts. Es ist rund. Also warum da jetzt nochmal einsteigen? Ich kann es verstehen, dass manche Autoren wieder zurück wollen, aber manchmal kann man eben nicht zurück und nicht die Zeit zurückdrehen und ja, manches muss man halt einfach so lassen, wie es ist, weil es so perfekt ist. Aber man sollte Cornelia Funke vielleicht auch ein bisschen Vertrauen schenken und vielleicht hat sie ja eine ganz tolle Idee gehabt, wie sie nochmal in diese Welt zurückkehren kann, dass es eben nicht diesen Zusatzband überflüssig macht. Ich habe zum Beispiel bei Philip Pullman, da habe ich ja auch die Vorgeschichte gelesen, die war jetzt nicht schlecht, aber sie hätte auch nicht sein gemusst. Also ich finde sie überflüssig und es kommt bei Weitem nicht an die Kompass-Trilogie ran. Und ich finde, es war einfach nicht notwendig gewesen. Ja, so ähnlich ist es eben hier auch meine Befürchtung. Aber da es auf jeden Fall ja so ein bisschen Maggies Zukunft beleuchtet, finde ich es wieder spannend. Und ja, da es eben meine Nummer 1 ist von Cornelia Funke, werde ich das auf jeden Fall lesen. Keine Frage. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und werde dann natürlich berichten, sobald ich es gelesen habe. Aber es ist ja noch ein bisschen hin, ne? Es ist ja über ein Jahr noch hin, bis das Buch erscheint. Ich bin auch sehr neugierig, wie das Cover dann aussehen wird. Es gibt bisher ein vorläufiges Cover, aber ich denke mal, das wird noch mal ein bisschen aufgebessert, ob es sich auf jeden Fall irgendwie an diese hier anlehnt oder ob es ein ganz neues Design bekommt. Wir werden sehen. Ja, ich habe noch ein weiteres Buch, was ich von ihr auf der Wunschliste habe, und zwar ist das ein Bilderbuch. Der Buchfresser heißt es, glaube ich. Auch eher ein neueres Buch von ihr, was mich sehr anspricht und was natürlich auch wieder das Thema Bücher hat, was ich einfach auch immer toll finde. Und das ist auch an dieser Reihe hier etwas, was ich einfach sehr, sehr liebe, weil Maggie und Mo einfach von Büchern umgeben sind, genauso wie Eleanor. Und sie lieben es, Bücher um sich zu haben, immer ein Buch auf der Reise zu haben und jetzt in Bücher einzutauchen oder Figuren aus Büchern herauslesen zu können. Das ist natürlich ein Traum jedes Büchernarrs. Und deswegen, weil man hier einfach die Liebe der Bücher mit den Figuren teilt, macht es das Ganze noch zu etwas Besonderem. Es gibt natürlich Unmengen von Geschichten, die ich von Cornelia Funke noch nicht gelesen habe und wo ich auf jeden Fall Lust hätte. Einiges habe ich ja erwähnt, aber was mich jetzt zum Beispiel nicht so anspricht, für viele ist das ja auch Kindheit pur, Nostalgie pur, ist jetzt zum Beispiel die Wilden Hühner. Das ist ja eher so eine Freundschaftsgeschichte, jetzt nichts Magisches unbedingt. Früher hätte ich das bestimmt gut gefunden, aber es ist jetzt etwas, was ich jetzt gerade nicht so ansprechend finde. Dafür gibt es aber noch viele andere magische Geschichten, auch Kinderbücher, die mich dann wiederum mehr irgendwie ansprechen und da werde ich sicherlich nochmal zugreifen. Und ich
bin auf jeden Fall in großer Erwartung, was die Frau alles noch schreiben wird. Also sie hat ja auch noch nicht so ein hohes Alter. Also die könnte uns noch ziemlich, ziemlich viel tolle Lektüre bereiten. Ich hoffe aber, dass sie sich bald darauf mehr darauf fokussiert, Reckless zu Ende zu schreiben, als irgendwelche anderen neuen Projekte zu beginnen, so wie zum Beispiel eben die Tintenreihe zwischenzuschieben oder den Drachenreiter weiterzuführen. Ja, da finde ich halt irgendwie mal ein bisschen schade, dass man die Leser so lange warten lässt bei der Reckless-Reihe. Aber sie wird ihre Gründe gehabt haben und jetzt, wo sie den vierten rausgebracht hat, hoffe ich einfach, dass der fünfte nicht mehr ganz so lange auf sich warten lässt. Und wenn es dann das Finale ist, dann freue ich mich auf jeden Fall, da wieder von vorne zu beginnen. Ja, jetzt möchte ich natürlich von euch wissen, was haltet ihr von diesem Format? Freut ihr euch darauf, meine Lieblingsautoren mit mir zusammen nochmal zu entdecken in den Videos und auch das mit den Rankings? Ja, ich weiß nicht, ich finde das immer richtig cool. Und jetzt möchte ich natürlich auch von euch wissen, was sind denn eure Lieblingsbücher von Cornelia Funke? Was habt ihr alles schon von ihr gelesen? Liebt ihr sie genauso wie ich? Es ist ja auch so eine bestimmte Generation, die irgendwie so ein bisschen mit Cornelia Funke aufgewachsen ist und da natürlich auch so die Lieblingsbücher sich so ein bisschen gleichen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr ja auch noch mal so ein kleines Ranking in die Kommentare schreiben. Ihr müsst ja nicht alle Bücher ranken, sondern meinetwegen auch nur die Top 3 oder Top 5, je nachdem, worauf ihr am meisten Lust habt. Und ja, lasst uns einfach ein bisschen in Nostalgie schwelgen oder vielleicht auch in die Zukunft blicken, was da alles noch kommen könnte. Freut ihr euch auf die neue Tintenreihe und seid ihr auch gespannt, wie Reckless weitergeht? Ja, das war's vom ersten Teil dieser Lieblingsautorenreihe von mir. Und mal gucken, was als nächstes dran kommt. Ich habe da jetzt keine Reihenfolge festgelegt. Ich habe einfach, mache das, glaube ich, nur nach Lust und Laune, worauf, auf welche Bücher ich jetzt gerade am meisten Lust habe, drüber zu sprechen. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.